So, Hallöchen, willkommen zurück. Hier ist euer Crunchcow. Und wir sind jetzt hier dabei, mit Preußen Münster weiterzumachen. Pischorn, Scherder, Hoffmann, Bischof, Schwarz. Passt das jetzt alles soweit? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja, sieht gut aus. Wir haben so ein bisschen, ja, der Mittelfeldmangel, nenne ich es jetzt mal, aber ich habe auch gesagt, wir werden hier zusehen mit möglichst, ja, eher jüngeren Spielern zu arbeiten. Noch haben wir jetzt niemanden ausleihen können. Ich will jetzt erstmal ein Ligaspiel machen. Möchte dann da mal reinschauen und dann gucken wir mal, wo wir uns gegebenenfalls noch verbessern können. Wir müssen gegen die Kickers ran. Gegen die Stuttgarter Kickers. Das könnte ganz interessant werden. Als drittes Liga-Match. Müssen wir mal schauen. Jetzt hier jetzt irgendwie mit Koplin da sich durchzuwemsen hier. Ausgetanzt. Ausgetanzt, ausgetanzt. Ich kann das, ich kann das, ich kann das. Aua. Der ist ganz schön gefährlich, der Junge, ne? Der haut mir ganz schön hier auf die Knöchel. Oh, jetzt habe ich verloren. So, aber ansonsten komme ich doch hier ganz gut durch. Aua. Bin ich voll umgewämst, der Junge. So, wir machen das Minispiel jetzt mal eben zu Ende. Weil wir schaffen das ja jetzt ausnahmsweise mal. Ah, jetzt ist vorbei. So knapp. Naja, Arschlecken. Pfah! Das habt ihr jetzt natürlich nicht gehört. Sowas sagt man nicht. So, wir spielen im Preußenstadion. Klein und niedlich. Hier natürlich jetzt nicht in der richtigen Darstellung. Aber die Bandenwerbung ist echt. Von daher passt das wohl so halbwegs. Ich finde, dass die Modifikation ziemlich gut eingefangen hat. So, und wir machen unser erstes Ligaspiel. Und ich bin echt gespannt, wie wir uns hier schlagen werden. Ist alles nochmal ein ganz kleines bisschen anders. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir hier auf ein bisschen Ballbesitz spielen. Weil wir müssen echt gucken, dass wir uns hier jetzt nicht den Schneid abkaufen lassen. So, auf Schwarz. Ah, Fehlpass. Na, kommt der da nochmal ran? Nee. Da kommt er nicht ran. Da waren wir mit dem Fehlpass nicht gut aufgestellt. So, das hat ganz gut geklappt hier mit Hoffmann. Das war ganz schön gezuppelt. Hätte ich da noch ein bisschen weiter gespielt, wäre das unter Umständen schief gegangen. So, jetzt habe ich gefoult. Geht aber weiter. Ja, da sind die Steilpässe sind natürlich auch bei den Erfahrungen der Spieler jetzt nicht sonderlich gut. So. Jetzt geht's hier mal vorwärts. Mit Reichwein. Boah. Da wurde Reichwein dann umgeprügelt. Interessiert ja aber auch keinen weiter. Und. Hoffmann mit einer guten Chance. Der Keeper guckt da hinterher. Ich dachte eigentlich, der geht wohl rein. Dann hätte ich mich ziemlich über den Keeper lustig gemacht, aber ne. War nix.
Ja, die Flanke war nicht optimal, aber wir haben den Ball jetzt wieder in unseren eigenen Reihen. Na, so leicht lasse ich mir den Ball dann doch nicht abnehmen. Oh, Kacke, sagte er und verlor den Ball. Koblin kommt. Koblin kommt, holt sich den Ball, hätte wahrscheinlich auch ganz einfach machen können und den Ball abtrennen können, aber. Nochmal Ecke, weil Özcara nochmal dran war. Gott sei Dank. So, erstmal rausgeklärt. Ja, rausgeklärt nicht ganz. Aber jetzt haben wir den rausgetragen mit Bischof. Ah. Abgef. Nee, doch nicht. Doch nicht. Alles gut. Der Ball war nicht abgefälscht. Sah aber gefährlich danach aus. So. Was ist hier los? Warum klappt das hier alles nicht? So, jetzt wird der Ball hier wieder weit zurückgegeben. So. Mit Özcara. Nein, fehlt es aber dann doch noch im langen Sprint. Ah, die Flanke. Verunglückt. Da eigentlich total. Lomp holt sich den Ball raus auf Bischof. Und Abschluss. Ja, der war nichts. Ärgerlich. Aber nichts zu ändern. So, Hoffmann. Mit Özcara. Ah, und dann trage ich den ins Aus rein. Ärgerlich. Ja, oben ein bisschen allein gelassen jetzt. Das war vielleicht nicht so klug, aber jetzt ist eh erstmal Halbzeit. 0-0. Chancen mehr auf meiner Seite. Aber auch nicht zwingend. Der Schuss von Özcara neben der Kopfball von Hoffmann. Das waren Indizien. Ja, mal versucht durchzuwursteln. Und, oh, und nein, Reichwein. Den Ball so zu verkacken. Ja, das schaffen sie alle. Da haben wir schon andere gesehen, die das verwunzt haben. Lompatin kann den Ball rauswerfen auf Hoffmann. Özcara. Aber wird geklärt. Nicht schlecht gemacht, Starostik. War dran.
So, gucken wir doch mal. Und drin, Reichwein! Reichwein! Ah, das eben von eben wieder gut gemacht. Sich durchgesetzt unten. Der Schuss war ja schon stramm, aber wenn man sieht, wohin der kam, war das vom Torwart nicht gut gelöst. Aber egal, hinterher zählt nur, was da für Tore gefallen sind. Wie sie gefallen sind, das müssen dann die Gegner analysieren, nicht wir. Nee! Oh, ich immer mit meinen überhasteten Abschlüssen, ey. Manchmal, ne? Da muss man auch einfach mal ein bisschen Geduld haben. Phillips klärt da vor seinem eigenen Torwart. Ecke. Für die Kickers. Und Abschuss. Ja, die Stuttgarter Kickers sind nicht ungefährlich. Ah, und immer wenn ich den Knopf drücke, ist es schon zu spät. Für irgendwas. Schwarz gibt zurück. Auf etwas eigenartige Art und Weise. Ja, der Ball war auch nicht optimal. Amai Bishu kann den Ball sich aber wiederholen. Oh! Ja, es war eng. Gibt es nochmal einen Wechsel? Der Mendler muss raus. Wir werden auch hier bei uns nochmal den Kara holen. Für Hoffmann. Der ist schon ein bisschen am Schwitzen. Und Krone kommt für Reichwein. Eigentlich eher ein Mittelstürmer. Boah, den rauszuboxen war... Naja, kann man machen. Oh, und Pichon verspringt der Ball. Willkommen in den unteren Ligen. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wie wir hier agieren, vor allen Dingen. Ja, aber Lomp holt den sich hier. Stark gemacht. Na! Ah. Auch als Konter laufen. Oh. Hatte aber Glück gehabt. Ja, wir kommen da nicht richtig hinterher. Ah, und dann passieren so eine Fehler. Ja, der Ball fliegt rüber. Der Ball fliegt rüber. Masse Reichwein zu Recht hier gut unterwegs. Wir werden mal auf Defensive setzen. Krone. Wird unser Kopfballmeister sein, jawohl. Na, das muss jetzt mal eine gelbe Karte nach sich ziehen. Das war schon einmal auf der Seite so, dass man da gelegt wurde und auf der linken Seite gelegt wurde und es keinen der Strafe nach sich zog. Das war unsere erste Freistoßchance, die wir dann da hatten. Als Kara hat da ein bisschen sehr geschoben, wie es aussieht. Na, gucken wir mal. Hat sich ein Spieler hingelegt. Natürlich nicht, um sich auszuruhen, sondern um hier...
Ah, war nicht schlecht vom Mendler. Darauf müssen wir natürlich auch aufpassen. Sowas darf uns nicht zu leichtfertig passieren. Aua, ins Gesicht bekommen. Und das interessiert dann keinen. Ja, der Ball müsste jetzt hier eigentlich gleich abgepfiffen sein. Abseits. Na, dann noch hat er nicht abgepfiffen. Müsste im Moment soweit sein. Die Zuschauer werden auch schon leicht ungeduldig. Ah, jetzt ist vorbei. Auftaktsieg. So nennt man das. Puh, mit Preußen Münster haben wir es geschafft, hier einen Auftaktsieg hinzufahren. Nice. Das ist natürlich für den Start in die dritte Liga super. Haben wir uns auch hart erkämpft, gerade zum Schluss. Ziemlich hart erkämpft. Hoffen wir mal, dass da die Energie dann auch mitgenommen werden kann für die nächsten Spiele. Wir spielen als nächstes im Pokal gegen Wacker Nordhausen. Ja, schauen wir mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Herr Quantsch gesagt, bis dahin, haut rein. Ciao.